Ich bin dem lieben Gott auch sehr dankbar, dass ich reisen durfte. Ja, früher war das alles selbstverständlich, ja, dass der Stammapostel reisen kann und in alle Welt hinfliegen kann, ist doch normal, der muss doch seine Arbeit machen. Ja, inzwischen habe ich festgestellt, das ist Gnade, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ich muss sagen, diese Corona-Krise hat mir mindestens das gelehrt, es ist vieles, was wir für selbstverständlich nahmen, was ich verstehe, ganz selbstverständlich, ist doch normal, ist eine Gnade. Wenn mir einer gesagt hätte vor einem Jahr, du weißt du, dass du mit der Gemeinde singen kannst, das ist deine Gnade, hätte ich höflich gelächelt. Heute vermisse ich das. Das ist das erste Mal seit ewig, dass ich mal wieder einen Chor hören durfte. Das ist bei uns noch gar nicht gestattet. Und passt wunderbar zum Bibelwort, also klasse. Wir wussten gar nicht, wie reich wir sind. Ich bin dem lieben Gott dankbar für die Gnade, die er uns immer wieder zuteil lässt, auch für die Gnaden, die wir heute jetzt im Moment noch gar nicht genießen können. Das kommt irgendwann wieder, aber im Moment haben wir es nicht. Aber es ist auch ein Grund, dem lieben Gott dankbar zu sein, dass wir so lange Jahre miteinander singen konnten, einfach zusammenkommen konnten, uns begrüßen konnten, frei miteinander reden konnten. Heute merke ich, das ist alles Gnade, ist nicht selbstverständlich. Hab Dank, lieber Gott, für deine Gnade. Und wenn es möglich ist, schenk uns diese Gnade bald wieder, dass wir in den vollen Genuss kommen.